Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von eurem Pika. Ich habe meine Team-Pokémon jetzt für den Arena-Kampf soweit aufgerüstet. Ein paar unserer Kollegen haben sich auch weiterentwickelt. Und ich denke, wir lassen das große Gequatsche und fangen gleich an. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass es nicht so schreckliche Emulator-Hänger wieder gibt wie beim letzten Video. Es hat mich nämlich echt gefrustet, Leute. Und kurze Zeit sah es auch wirklich so aus, als müsste ich das LP abbrechen, weil mein Desmo total durchgedreht ist. Aber ich konnte zum Glück einigermaßen wieder hinkriegen. Und hoffe jetzt auch, dass es weiterhin keine Probleme mehr gibt. Weil das will ich euch echt nicht antun, dass ständig irgendwas mit dem dämlichen Ding los ist. Und wenn einer zum Beispiel vielleicht irgendwie einen Rat hat, wie man das Ding besser fixieren kann oder das halt einigermaßen anständig läuft, könnt ihr das mir mal schreiben oder so. Das wäre echt nett, weil mich regt es langsam auf, dass es bei jeder Aufnahme immer wieder anfängt zu lecken. Und die ganze Zeit und wirklich irgendwann auf die Dauer hin wird's finde ich sowas schrecklich, weil das Video seht ihr, soll ich sagen, es wird alles schlechter mit der Qualität. Wenn es alles hängt, ich kann euch dann verstehen, wenn ihr euch das nicht mehr angucken wollt, weil ich das jetzt mir auch nicht mehr angucken. Und deshalb, wenn ihr irgendwie wisst, wie man den Desmo stabilisieren kann, dass das nicht mehr so passiert oder irgendwie schneller läuft, ohne dass irgendwelche großartigen Probleme auftreten, könnt ihr mir das bitte schreiben. Ich wäre euch echt wirklich dankbar dafür, weil mich kotzt das an, dass der letzte Part so schrecklich geworden ist. Also wirklich, ich hoffe jetzt, dass der einigermaßen gut wird. Und wir halt keine großen Probleme haben. Dann, oh, was haben wir heute so Schönes gemacht? Nicht viel. Wollte heute eigentlich einkaufen, das haben wir nicht gemacht. Egal, ich war trotzdem in der Stadt. Hab mir ein paar neue Sachen heute wieder bestellt. Für LPs zu machen, was Schönes. Hoffe ich jedenfalls, dass ich das euch auch mal dann, wenn ich das mit der Konsole auf die Reihe kriege, wirklich größere LPs mache. Das wäre wirklich schon mal sowas, was ich gerne machen würde. Weil die meisten Dinger, die ich so auf Emulator gesehen habe, die haben ziemlich viele Bugs drin. Und da mir die ganze Zeit die Mühe zu machen, die deutsche Ruhm zu suchen, habe ich auch nicht. Deswegen werde ich mal sehen, ob ich es vielleicht doch auf die Reihe kriege, dafür zu sorgen, dass das mit meinem Aufnahmen von der Konsole besser wird, die Qualität nicht mehr so schrecklich aussieht. Und dann werde ich auch mal ein Großspiel starten, wie GameCube oder so, also GameCube, das kann ich euch schon mal verraten. Da werde ich, wenn ich alles hinkriege, mein Sonic Adventure LP, das ich schon mal gemacht hatte, werde ich neu machen. Und hoffe ich auch, dass ihr auch dazu schaltet, wenn ihr Lust habt. Es würde mich nämlich echt freuen, dass ihr halt einfach mit reinguckt,
ein paar Kommentare schreibt, wenn es euch gefällt, halt favorisiert. Dann, was ich noch LP'n werde, das werde ich mir aussuchen. Da habe ich ein paar interessante Spiele, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, was ich machen soll. Aber wie schon gesagt, werde ich erstmal sehen müssen, dass ich das einigermaßen so hinkriege, weil jedenfalls bei der Wii habe ich ziemlich große Probleme, da die Bildqualität ziemlich leidet. Und das mir ja nichts bringt, wenn ihr ein komisches Bild seht. Also, das möchte ich euch wirklich nicht. Und daher werde ich erstmal sehen, dass ich das so auf die Reihe kriege. Aber das erste LP, um das wir uns jetzt erstmal kümmern, ist ja das hier. Also das ist jetzt nur für die nächste Zeit, wenn ich Zeit habe und so, da würde ich dann groß LPs anfangen. Und daher beschränken wir uns halt erstmal auf das kleine LPchen hier, was ich gerade mache. Wo ich jetzt wirklich hoffe, dass keine Emulator-Hänger mehr kommen, dass mit den Aufnahmen wirklich alles klappt und ich bin für jeden Rat, um das Ding einigermaßen zu fixieren, bin ich offen. Weil mir das wirklich langsam stinkt, dass, wenn ich mit dem Vitalboy Aufnahmen mache, überhaupt kein Dings passiert. Aufnahme alles perfekt ist, aber der Desmos so total durchdreht. Und das will ich auch nicht die ganze Zeit und deswegen, wenn ihr irgendwas wisst, wie man das so ändern kann oder so, dann schreibt mir das. Ich werde es dann mal ausprobieren und hoffen, dass mein Dashboard dann endgültig den Geist aufgibt. Wie heißt es schön, mehr kann ich auch nicht machen. Wie heißt es schön, das Einzige, was ich jetzt hoffe, ist erstmal, dass die Aufnahme einigermaßen in Ordnung ist. Wir wollen mit den Kollegen mal zeigen, was wir von ihnen halten. Und ich weiß nicht, wie war so heute bei euch der Tag? Also bei mir war es wieder so richtig langweilig. Ist ja nichts los in letzter Zeit bei uns. Meine Cousine hat halt bald Konfirmation, aber da kann ich ja nicht hin. Bin ja froh drüber, weil da gibt es echt nur Streit in der Familie. Das will ich mir nicht antun, da habe ich überhaupt keinen Bock. Dann habe ich in letzter Zeit so mit meinem Kumpel tun wir wieder ein paar Sachen machen, die interessant sind, tun wir reden und so. Da
dann meistens bin ich auch gerne auf SG, also Shiny Glurak, der, wo ich das schon mal das Gold-EP gemacht habe. Das ist auch eine schöne Seite, wenn ihr hingehen wollt in das Forum. Dort werdet ihr im Gegensatz zu anderen Forum nicht gleich down gemacht. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Wir sind auch gerade so ein bisschen im Umbruch, tun ein bisschen umändern Sachen. Aber ihr könnt euch trotzdem anmelden und vorbeikommen, wenn ihr Lust habt. Und ja, also es ist echt ziemlich langweilig und ist das halt bei mir. Ich habe jetzt glaube ich schon zum x-ten Mal ein Spiel wieder angefangen. Meistens lese ich dann auch nur noch die ganze Zeit oder so. Also wirklich was zu tun habe ich jetzt nicht. Also halt für euch Leute hier das LP zu machen. Ist auch das einzige wirklich interessante in letzter Zeit. Dann ich weiß nicht so, was spielt denn ihr eigentlich so in der letzten Zeit für Spiele? Seid ihr eher mehr Konsole oder habt ihr eher mehr PC-Spiele? Was ist für euch so an einem Spiel wichtig? Das könnt ihr mir auch so schreiben. Das würde mich mal so interessieren, was ihr so von Sachen haltet. Oder wie ihr die News über die neuen Pokémon-Editionen findet. Da halt einfach das, was euch einfällt und wirklich, Leute, ich versuche irgendwie hinzukriegen, dass mit dem Desmo überhaupt keine Probleme mehr laufen. Also wirklich, wer da irgendwie Ideen hat, wie man das verbessern kann oder so, dann kann ich mir das schreiben. Und wegen dem, ich weiß, es ist manchmal so ein Schnaufen, das tut mir auch leid, aber ich sei leicht erkältet und da kann ich es meistens nicht so verhindern, dass er so komisch dann im Mikro klingt. Also, mich auch schon mal dafür entschuldigen. Was konnte man noch rein? Weiß nicht, wie habt ihr den Sieg von Borussia Dortmund gegen Bayern aufgenommen? Also, für mich als Hesse, mir ist eigentlich ziemlich egal, wie die beiden Mannschaften spielen, aber manch Anna findet das schon wieder anders. Also ich hab's nicht so mit Bayern und Dortmund, die mögen von mir aus sich die Köpfe einschlagen und den Meistertitel. Das ist nicht so mein Dings. Gut, andere mögen das jetzt anders sehen. Das kann ja auch keinem vergraulen. Aber ich sehe es halt so, es sind zwei Mannschaften. Die bessere möge den Titel machen. Und von daher ist es mir eigentlich auch ziemlich egal. Für mich ist es nur, solange die Eintracht wieder in die erste Liga aufsteigt, bin ich glücklich. Und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Dann hat man ja in letzter Zeit so ziemliche Informationen. Wie heute das mit dem Zugunglück. Über Nacht. Das ist schon echt heftig. Schon wieder drei Tote beim Zugunglück. Das finde ich echt heftig. Ganz besonders, wenn der Lokführer noch nicht mal gewarnt wurde.
Da fragt man sich doch manchmal, was macht die Bahn eigentlich? Und die Leute von der Bahn? Sitzt auch wahrscheinlich nur den ganzen Tag so rum. Okay, ich sag jetzt nichts gegen die Bahn. Die hat halt ihre Problemmacken und so, wie halt alle Dinger, wie der Bus und so auch. Aber manchmal kann man wirklich denken, dass nichts gemacht wird. Das ist wirklich jetzt keine Beleidigung an die Bahn oder so, also vergessen wir das gleich wieder. Und wir sind jetzt in der neuen Stadt, also in Flori. Hier haben wir einiges zu tun. Und können zum Beispiel auch schon die ersten Bären finden. Das ist hier in der neuesten Edition nicht mehr so, dass man die Bären so pflücken kann. Die kriegt man entweder geschenkt oder so, und das finde ich langweilig, dass mit denen, dass sie so wachsen und man sich da einen Ort machen kann, das fand ich viel schöner. Wie ein Rubin. Da auf dem Weg nach Baumhausen gab es einen schönen Ort, wo man richtig schön pflanzen konnte. Und gut, es ist zwar schön, wenn man die Bären mitnehmen kann, aber bei Hardcore sind es ja nur 3 Bären, wo man einsetzen kann. Das finde ich doch schon ein bisschen langweilig, wenn man im Gegensatz zu, wie schon bei Rubin, ganze Felder bestücken konnte. Und das vermisse ich halt ein bisschen. Wieso auch ein paar neue Dings in der neuen Edition? Ich weiß nicht. Es sind so ein paar Dinger drin, die kann ich einfach nicht leiden. Ich weiß noch, das passt irgendwie auch nicht so mehr so wirklich zu Pokémon dazu, was in letzter Zeit alles neu so gekommen ist und so. Da lobe ich mir wirklich die alten Editionen noch. Die haben echt noch Spaß gemacht. Bei den neuen ist, meiner Meinung nach, ist es nur noch Grafik und wirklich so auf Spielgenuss. Da ist es nicht mehr so drauf ausgelegt. Und das ist halt das, was ich wirklich vermisse. Das ist sogar auch wie bei anderen Spielen. Das in letzter Zeit ist nur noch Grafik und das Spiel hast du meistens in 3 Tagen durch und hast einen Haufen Geld dafür bezahlt. Und das ist schon ein bisschen langweilig, im Gegensatz, wenn man bedenkt, wie man sich bei alten Spielen noch den Kopf zerbrochen hat und so. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, richtig. Und ich verstehe auch, warum viele dann meistens von den Spielen weggehen und so. Wirklich, das. Manche von euch, die halt neu dazugekommen sind, wissen es halt nicht so, aber wenn du wirklich von Anfang an dabei gewesen bist, dann siehst du den Unterschied aber sofort. Dass mein Spiel, was früher richtig geil war, so schnell kaputt geht. Weil es nur noch guckt wird, dass die Grafik alles schön aussieht, aber wirklich der Spielgenuss dahinter, der ist nicht mehr vorhanden.
Also jedenfalls ist das so meine Auffassung, wie ihr das auffasst, ist halt eure Sache, aber ich meine, dass die meisten neuesten Spiele einfach, das ist nur Haufen Grafik und wirklich interessant ist es nicht mehr. Weil die Rätsel und so meistens, die sind dann zu einfach und dann als diese Hilfestellung, gut, manchmal ist so eine Hilfestellung nicht schlecht, aber in den meisten früheren Spielen hatte man sowas nicht. Entweder du hast es so geschafft, oder du hast einen gekannt, der es geschafft hat, oder du hast in einer Community gefragt und einer konnte es dir sagen, der es mal geschafft hat. Aber heute hast du im Spiel eingebaute Dinger, die dir zeigen, was du machen musst. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Also, meiner Meinung nach müsste ein Spiel nicht nur zu 75% aus Grafik bestehen, sondern das müsste so aufgeteilt sein wie bei den alten, dass man auch mal Kopfzerbrechen hat, längere Spiel, Vergnügen dran und nicht nach 3 Tagen das Ding weglegt, weil es schon wieder durch ist. Weil es ist bei den meisten heutigen Spielen ist es wirklich so, dass man nur knapp 3 Tage braucht und schon komplett durch ist, obwohl man das Spiel erst gerade gekauft hat. Und das ist schon ein bisschen doof, wirklich. Und mit den Remakes, ich habe wirklich nichts gegen den Remake, aber als ich das von Ocarina of Time gesehen habe für den 3DS, da hat's mich gekr wirklich, da habe ich's grausen gekriegt, weil das sieht jetzt so furchtbar aus, wie so manche anderen auch. Da mir es wirklich lieber gewesen wäre, wenn sie die Grafik vom N64 gelassen hätten. Weil so ist das Spiel, so hat seinen epischen Lauf gehabt. Und jetzt ist alles grafisch aufzumorscheln, den Link aus Smash Bros. Melee zu nehmen, den nur ein bisschen grafisch zu verändern und den dann so reinklatschen. Also wirklich, Leute, das sieht nach nichts aus. Da lobe ich mir wirklich noch die alten Versionen. Weil man muss beim Remake nicht nur an neue Leute denken, man muss auch dran denken, wie die alten, also ältere Spieler, die das schon gespielt haben, das empfinden. Und ich kenne wirklich ein paar, die finden es grauenvoll, wie es aussieht. Aber wie schon gesagt, ist es jedem seine Sache überlassen, wie er was findet oder ob er das Spiel schon länger kennt. Und daher müsst ihr halt eure eigene Meinung bilden. Also ich habe wirklich die Meinung, es ist alles nur noch ein Haufen Grafik und sonst kommt nichts mehr. Weil letzter Zeit bin ich wirklich, ich bin echt von der Spielindustrie enttäuscht. Und dann ganz besonders bei den neuen Pokémon, die meisten, die sehen fürchterlich aus. Das hat nichts mehr mit Pokémon zu tun. Wie schon gesagt, das sieht jeder anders da, weil ich kann so viel reden und anders sagt, ja, aber ich finde es gut und so. Und es ist auch wirklich gut, wenn ihr eure eigene Meinung bilden könnt. Aber manchmal ist es wirklich so, dass es dreh langweilig ist. Wie ich habe mir Poképark besorgt und das Spiel hatte ich in 2 Tagen durch. Und beim älteren Spiel, also Poképark 1, habe ich noch 4 Tage gebraucht. Außerdem bei Poképark 2 fehlen mir einfach die Bandbreite an Minispielen. Das ist so eine Sache, die fehlt.
Weil das war so das Interessanteste an Pokepark, die Bandbreite von Minispielen. Dann beim neuen kann man ja auch nur mit den vier antreten. Und beim alten, das war viel interessanter, weil man auch die anderen benutzen konnte. Also die anderen Pokémon. Und das geht ja jetzt nicht mehr. Und das hätte ich drin gelassen, weil das war wirklich sowas so Interessantes, dass auch man mit anderen Pokémon die Minispiele machen kann und nicht immer nur mit denselben, weil das wird auf Dauer, das wird wirklich langweilig. Und daher hoffe ich wirklich, dass sich das vielleicht im Laufe der Zeit noch ändert oder so. Halt, dass wir mal wieder mehr die alten Dinge aufgreifen von damals, weil wirklich heutzutage die Spiele, die sind nicht mehr so. Da fehlt es an Ecken und Enden. Meiner Meinung nach ist es meistens jetzt nur noch so, dass sie nur noch ihr Geld machen wollen. Oh, was soll denn der Mist jetzt wieder? Das war doch wieder so klar. Du.
Ist auch so ein Viech, was ich hasse. Schnurrgas geht mir so, so auf die Nerven, dieses Viech. Ja, aber wir haben es ja gepackt. Auch wenn wir ziemlichen Schaden davon erlitten haben. Und deswegen sehen wir mal zu, dass wir schnell zu einer Pokémon Center kommen. So, und dann wäre es auch heute wieder mit Part 3. Ich hoffe, ihr schaltet bei Part 4 wieder ein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ganz besonders, wenn ihr mir sagen könnt, wie ich den Desmo halt stabilisieren kann und dass er einigermaßen anständig läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bin jetzt wieder raus. Also euer Pika ist weg.